Hallo Schätzlein. Wir reden mit Ellie. Ich bin Ellie. Nein. Mein Bruder Scooter sagte schon, dass du kommst. Ach, das ist dein Bruder. Ich krieg hier nicht oft Besuch, schon gar nicht so hübschen. Oh Gott. Du willst deinen Kumpel Roland aus dem Damm retten, was? Du wirst die Blattschatz garantiert täuschen, wenn du mit so einem Spezialtrag von denen aufkreuzt. Ich hab da drüben einen, den ich mitsamt Fahrer verschrottet hab. Mein Fehler. Naja, ich hab ein ganz normales Gefährt in der Werkstatt und die meisten Teile, die wir brauchen. Das müssen wir nur mit ein bisschen mehr Banditendeko aufmotzen. Zartenblut, Schädel und so. Du könntest dir so ein Zeug wahrscheinlich von den Banditenpatrouillen hier besorgen. Du musst ein paar Banditenkarren hochjagen und dir den Banditenzierat von den Wracks holen. Und ärgere dich nicht, wenn sie fluchen. Macht dann nur noch mehr Spaß, sie umzulegen. Pass auf dich auf, Süßer! Ja, Mayo, pass auf dich auf, Süßer! Sehr sympathisch auf jeden Fall. Solltest du dich allerdings über ihr Aussehen lustig machen, dann binde ich dich an den Automaten und fackel dich ab. Aber cool, dass ihr euch versteht. Ich würde mich doch nie über deine Schwester lustig machen, Scooter. Ja. Die werfen jetzt hier in die Waffe. Ich hab meine Motorradstation wieder zum Laufen gekriegt. Schwing ein, Dekontrollier. Ja, wir sammeln mal. Unsere Auto. Hören Sie mal auf, unser Auto mal aufhören zu brennen. La, 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 la. Wo sind Sie denn, unsere Freunde der guten Unterhaltung? Ja, ist eine gute Frage. Ja, die sind hier nur in dem Radius des weißen Kreises, in dem wir uns befinden. Mayo? Wrong way. Nee, aber wir können Ben hier übernehmen. Ja, und was bringt das? Wird dann angezeigt, welche Teile man nehmen kann? Da waren wir gerade wieder zwei Autos auseinandergenommen eigentlich. Das ist ein Caravan, okay. Ich guck mal auf der Karte, ob Autos angezeigt werden. Wir befinden uns hier. Oder kann das sein, dass nicht jedes Auto was abwirft? Doch, also jeder feindliche Wagen. Ja, die zwei haben aber gerade nichts gedroppt. Zumindest habe ich nichts gesehen. Nee, ich denke auch. Okay. Da rechts war was. Das ist der Van jetzt aber nicht, ne? Oh. Da, wo ich hinschieße. Da war eben was. Da, Moment. Die hat sie zu bei mir drin.
Kann sein, ja. Gut. Hilfe! Sachen gedroppt. Ja, weißt du, noch ein paar verkohlte Banditen. Du hast ein Gefährt, mit denen du den Landschatz einlegst. Oh ja. Hast du jetzt mal dein Banditengefährt? Da hinten fährt der nächste. Oh shit. Wo ist er? Da. Ja. Hab ihn. Oh, da kommen noch welche angefahren, aber. Einer haben wir ja. Leute. Mhm. Wir haben die Teile. Mhm. Ich dachte, ich erwähne es mal. Ja, kehre zu Ellie zurück, ist die Aufgabe. Da ist wieder so ein Kopf da hier. Vorteil ist, dann spawnst du bei Ellie. Kommt! Aua! Ja, der Vorteil ist, du spawnst bei Ellie. Also du kannst das jetzt auch beschleunigen, ne? Mit dem Spawn. Das ist ja... Ellie ist hier oben. Hier kommt jetzt ein Nick raus. Irgendwo. Da, ja. Sag ich doch. Ich könnte es dir sagen, aber dann müsste ich dich töten. Gibt kein Highway. Nee, ist nicht Ellie. Wo ist denn Ellie jetzt? Ich bin in Gefahr, Mann. Ah, hier ist Ellie. Kumpel haben mich aus ihrem Kopterdruck geschossen. Und jetzt feiern sie mit einer Runde Psychokopfvolleyball. Klau ihnen die Bälle und verbrenn ihr Netz. Sie machen Hallo. Psychokopterball. Alles klar, okay. Ich hab deine Karre hier fertig. Ein paar Modifikationen noch, dann bist du startklar. Ja, Räder zum Beispiel. Okay, sieht gut aus. Jetzt müssen wir es bloß noch ins Catch-and-Ride-System reinkriegen. Den können wir uns jetzt immer holen, im Übrigen. Groovy! Jetzt kannst du dir an jedem Catch-a-Ride so ein Banditengefährt besorgen. Schau bald mal wieder rein, Keule. Keule! Hast du diese Kuhlhauben-Ornamente gesehen, die die Ho-Dunks von mir gemacht haben? Ich glaube, die wollen sich über mich lustig machen, aber das ist keine Spitze. Kannst du ein paar von ihren Karren schrotten und mir welche von diesen Ornamenten bringen? Ja, wenn wir ein paar Karren finden. Die redet auch ohne Punkt und Komma, ne? Das ist unfassbar. So, guck mal, zwei Bandit Tacticals. Na, das sieht doch aus wie die Karre von einem Psycho-Killer. Astrein. Fahr damit zum Bloodshot, Bam. Und dann hupe nochmal, um reinzukommen. So einfach ist das also. Na dann. Lass ich da hinten draufsetzen. Mhm. Warum
macht Mayo tragen Feuer? Ah. Ah, da sind die. Das ist für. Das sind Ellie-Ornamente. Meiner. Das erinnert mich irgendwie daran, warum ich überhaupt hierher kam. Ich habe eine Weile in Sanctuary gelebt, aber Moxie nervte pausenlos, dass ich für sie arbeiten, mich schminken und abnehmen soll. Einer. Ich hatte ihre ewige Nörgelei satt und kam hier, um auf eigenen Beinen zu stehen. Außerdem fürchtete ich, dass du mich ja, das ist eine Nebenmission, die kann man jetzt hier auf den Weg legen mit Ornamenten. Aber nicht alle Karren haben Ornamente dabei. Ah. Da lag doch eins, oder nicht? Ja, gerade eins eingesammelt. Kann er mal schneller laufen? Hab eins. 4 von 6. Schau dir das Design an. Wie ein Adler, der am nächtlichen Himmel seine Kreise zieht. Nur, dass dieser Adler 300 Pfund wiegt und Mörder-Titten hat. Ja, genau. Hier lang müssen wir. Da hinten ist noch ein Ornament. Ja, da ist es doch. Oh, guck mal, Präsentierteller hier. Oh. Hallo, Nick, Karre jetzt mal. Ich habe gerade etwas Steuerschwierigkeiten. Da hinten ist das letzte Ornament. Da ist er. Lalalalalalala. So, dann können wir gerade schnell zu Ellie die Ornamente abliefern, dann haben wir die Nebenmission geschafft, da gibt es wieder Lecker für und dann können wir uns die Bloodshots vorknöpfen. Und erstmal irgendwo gegenheizen. Ja, das ist aber sowas Grundlegendes. Stimmt, das ist in jedem anderen Spiel auch schon so. Ja, richtig. Ja, die einen sammeln Puppen. Hörst du mal auf, mir Frisbees hinterher zu schicken? Die Leute werden das beim Reiten, das ist mein Favorit. Wie geil, das hatten die auf den Autos, so Ellie Poser Figuren. Heiß. Oh mein Gott, nein. Oh, Ellie, ernsthaft? Das da sieht gut aus. So, wo ist jetzt Ellie, damit ich das abgeben kann? Hier gibt's Medikits und Schilde. Ellie, mein Schatz. Ellie, wo bist du geiles Stück? Ellie in der Garage? Ja. Nee, ist nicht in der Garage. Oh, 444er Schild, zieht aber 120 an Gesundheit ab. Oha, was? Diebstahl und Innenausstattung, was für ein Tag!
Was will ich haben? Hätte... Ah, Gerd, du bist Level 11. Wie hoch ist dein Schild? Ah, nee, wir müssen auf Nick warten bis Level 11, weil da Nick kriegt dann das 300er Schild, was ich habe. Ich hab schon wieder ein Token. Halb tot? Ah, das kriege ich wieder hin. Ja, ich bin aber auch gleich Level 11. Das ist gut. Ich bin das echt am Überlegen, ob ich mir das kaufen soll. Wo ist denn der Automat? Da oben. Naja, 120 Gesundheit. Wie viel Gesundheit hast du denn schon? Ich hab 334. Also, damit das klar ist. Ja, die meisten meiner Waren. Ich bin verpflichtet, dir zu sagen, dass ich kein richtiger. Ist das dieses Special Schild mit 408? Nee. Ah, nee, das könnte ich haben. 408 und zieht aber 106 maximale Gesundheit ab. Damit schüttelst du Kugeln ab, als wären es Schuppen. Ja, hab ich mal gekauft. Ich verarzte dich jederzeit. Gucken, ob's was bringt. Okay, das eine ist 377 und maximale Gesundheit minus 118. Ne, dann tausche ich das gegen das andere. Das ist ja viel sinnvoller. Oh Gott. Boah, ich habe jetzt ein Schild von 506. Wenn du noch lebst, sehe ich zu, dass es. Wie hast du das denn jetzt gemacht? Hast du zwei Schilder ausgerüstet? Nein, eins. Aber durch die Token habe ich halt noch zusätzlich. Ja, gut, klar. Oh, ich habe erstmal verkauft. Ich habe jetzt 422. Ich hätte jetzt ein normales 236er Schild ohne irgendwelche Abzüge. Nick, was hast du an Schilden? 275, aber zieht auch gut ab. Warte mal. Ja. Lass hier mal an. Elli, du bist so heiß, Elli. Ja. Was das dann bei dir macht. Ich habe jetzt 176 Leben nur, wenn ich das mal ausrüste. Dann habe ich wieder. Gib deine Spenderorgane bitte in den Behälter dort unten. Ja, ich glaube, so ist besser. Herzlich willkommen, Kunde. Ich bin verpflichtet, dir zu sagen, dass ich kein richtiger Arzt bin. Warum habe ich so viel Geld? Das ist doch... Also ich will jetzt nicht drüber beschweren, aber es wundert mich. Wie viel hast du denn? Ich habe 1700, bla. Ich habe 1231. Ich habe aber Iridium, was ich einsetzen kann. Ja, 7 Iridium, aber wir haben doch keinen Schwarzmarkt im Moment. Wo kannst du denn Iridium einsetzen? Nee, ja. Zieh mir dann auch ein. Schwarzmarkt gibt's doch in Sanctuary. So. Aber wir können jetzt. Was haltet ihr davon, wenn wir in der nächsten Folge den die Mitte einreißen? Können wir machen. Wir sind nämlich bei 19 Minuten. Dann reisen wir. Reisen. Ah. Ja, reisen werden wir vielleicht auch, ja. Dann reißen wir den in der nächsten Folge die Bude ein. In diesem Sinne, bis dahin. Tschüss. Tschüss.